Hallo und herzlich willkommen zu Soulworker Anime Legend. Tja, heute wieder mit meiner Haru, aber vorweg habe ich noch zu erzählen eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich einen zweiten Charakter gemacht, die Lilly habe ich gemacht, auf Stufe 11. Die hat mir am Anfang durch die ganz leichten Quests und sowas alles, hat sie mir ja tatsächlich ein bisschen Kohle, also Zeni. Das ist hier die Währung, ja. Hat sie mir gebracht gehabt. Und das habe ich aber bei Haru ausgegeben. Genauso wie sie mir auch natürlich die Sonderwährung und alles Mögliche schon beschafft hat. Das heißt, ich kann theoretisch dort durch die Quests, also nicht durch die Gebiete. Die Gebiete, die Ariel, die geben mir ja da gar nicht so wirklich was. Es sind gerade mal 500 Zehni oder sowas. Und hier kriege ich 2500 oder mehr sogar. Daher ist das nicht so interessant, aber sie hat eben, am Anfang hat man eben halt Tausende von Quests, laufen sie hier, laufen sie dahin. Und das habe ich dann gemacht, um ein klein wenig mehr nochmal zu bekommen, also nochmal was generell zu bekommen. So. Okay, gucken wir mal. Gegner besiegen, Bunker, Waffen erwerben, 12 mächtige Gegner, 3 PvP, Seelenstein aufrufen, 50.000 Zeni bezahlen. Ja, das mache ich einmal. Ja. 5 normale, 3 starke, 5 Stahlhaien. Okay. Erstmal Freunde. Erstmal einsammeln und dann verschicken. So. Dann Shop. Also ich habe versuche immer so das Gleiche nachzumachen, was ich sonst auch immer mache. Ich habe übrigens wieder Kohle gekauft gehabt, also hier Zeni, die halbe Million, und habe sie in die Skills investiert und habe jetzt, also von gestern auf heute, habe ich geschafft, Angriffskraft auf 40 zu machen, mehr Abwehr habe ich hochgekriegt, einmal dann hier nochmal mehr HP. Und dann habe ich aber umgeschwenkt und habe dann schon ja, von 32 auf 36 hier bessere Treffer gemacht. Und dann habe ich hier unten nochmal zweimal Crit-Resistenz. Hier habe ich alles auf 35 gelassen und konzentriere mich tatsächlich auf die Passiven erstmal. Warum genau, kann ich euch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich das erstmal machen sollte. Irgendwie. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. So, Stahlhain machen wir natürlich hier wieder. Zack. Alles klar. Ich bin auf Platz 50 zurzeit. Höchste Phase ist tatsächlich auch 24. Da komme ich einfach nicht weiter. Da komme ich einfach nicht weiter. Da brauche ich gar nicht so viel testen. Labortechnisch, also ich habe hier nichts verändert oder sowas. Das ist immer noch alles wie gestern. Da war ich ganz brav, da habe ich kein Geld rein investiert. Ah, wir haben aber eine Sache verändert. Und zwar hier habe ich jetzt alle tatsächlich in Blau und Grün. Einer ist ja weg. Das haben wir ja gestern geändert. Also sind die grauen, sage ich jetzt mal, weiß-grauen, schwarzen hier sind dann nicht mehr hier vorhanden. Ist schon mal ein Fortschritt. Ist schon mal ein klarer Fortschritt. Hier haben wir nichts verändert. So, was wir verändern, ist einmal hier die legendäre Waffenkiste dürfen wir öffnen. Hoffe ich jetzt nicht vom Hocker. Ah ja. Dann noch eine seltene Rüstung. Noch 10 Kisten davon. Oh, 4 davon. Oh, sehr schön. Da haben wir 20 da. Ja, das war jetzt nicht umwerfend. So. Das Geile ist, wenn wir mit Lilly Sachen holen, kriegen wir ja das meiste ist ja tatsächlich mit den gesamten Account erreichbar und nicht nur mit einem Charakter. Aber halt auch nicht alles. Wie zum Beispiel die ganzen Rüstungen hier, die kann sie nicht sehen.
Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen sehr krass, wenn ich ihr jetzt direkt mal hier die stärkeren Sachen oder sowas geben könnte. Das wäre ja dann eigentlich so keine Herausforderung mehr, oder? Das würde dann ziemlich langweilig sein. Ja. Denke ich zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch interessant sein könnte, weil man wäre dann ja schon von Anfang an überstark, sozusagen. Wir machen drei starke Aerial mal eben schnell. Und dann testen wir nochmal, ob wir stärker geworden sind. Der obere, glaube ich, ne? Nee, das war der untere. So 42 gebe ich da, kriege ich da immer, das ist cool. Ich habe tatsächlich gestern auch, zeige ich kurz, den Skin für dieses Schwert mir wieder mal zugelegt. Der hat ja. Moment, zack. So, das steht ja, wenn angelegt, PvP erlittenen Schaden 2,25% extra Abwehr sowieso. So. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ja, warum nicht? Kann man abnehmen, dann kann man wieder anlegen. Und der geht noch 6 Tage, weil ich gestern halt das Ding genommen habe. So, wir versuchen jetzt die Story. Ich meine aber, dass das, was ich gerade mal so ein bisschen geändert habe, würde es nicht gebracht haben. Also im passiven Abschnitt. Ich denke mal, da müssen wir einiges mehr noch tun. Als einfach nur hier so. Ja. Wenn ihr euch anguckt, wie lange ich dafür die Gegner brauche. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe ja jetzt ist ja Freitag. Das heißt, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag genügend Zeit, tatsächlich dann auch richtig in die Skills zu investieren. Den ganzen Tag zu zocken, beziehungsweise so gut ich die Tickets bekomme und allen drum und dran. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich muss den Hahaha da killen. Ja, oder auch nicht. Ach ja, komm schon. Weiter geht's. Wir sind nur ganz leicht angekratzt bis jetzt, ne? Will ich mal so sagen. Und jetzt kommt der schon. Aber wir sind nicht so viel angekratzt wie beim letzten Mal. Es ist ein bisschen weniger. Und er hat mich beim ersten Schlag nicht. Ah, oh, beim zweiten. Okay. Mal gucken, ob die Skills jetzt schon was gebracht haben. Oh, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ey, er hat mich beide Male getroffen. Haro, du musst mehr aufpassen. Also ehrlich. Gestern habe ich tatsächlich etwas hingekriegt und zwar eine Combo mit 100, über 130, ja, eine 103, über 160er Combo war das sogar. Eine 100, genau, eine 160er Combo. Ja, wir verlieren ganz knapp. Nein, wir haben geschafft. Und wow, alter Schwede. Ich meine, yo. Ja, haben wir geschafft. Das freut mich sehr. Jetzt geben wir mal eine halbe Mille hier. Oh. Wo, was soll der Geiz? Mal ganz ehrlich. Ja, ein bisschen offener dafür, für die ganzen Tagesquests abgeschlossen. Ja, ich weiß. So, hast du alles erledigt? Nö. Ja, jetzt transportieren wir sie schnell weg. Ja, geh weg. Nein, geh sie. Du wirst dich um sie kümmern. Dass der Labor auch keine Lösung findet. Ich weiß. Dann soll sie in einer Kühlkapsel verwahrt werden.
Ich bin ein SG in der Anführung, weil meine Vaterrolle ist dem untergeordnet und ein Kapitän verlässt das sinkende Schiff immer zuletzt. Aber das habe ich mir schon gedacht. Jane, Jane, ich würde dir die Befugnis über alle Missionen vor Ort übertragen. Berichten musst du keine schreiben. Natürlich erteile nur ich mir nur die Vollmacht. Die will nur die Vollmacht haben. Ja, dann will ich das jetzt das Kommando oder diese Mission zur größten Wichtigkeit. Der Hör, bitte nimm den ersten sicheren Transporter und informiere die Führung in über die Lage in Kinder City. Bitte plane gleich nach der Evakuierung der Bewohner und der Mitglieder der Steinhain-Korps eine Vernichtungsmission in der Nähe von Kano City. Ich würde das nicht wollen. Ich bin dir natürlich dankbar. Hast du nicht zugehört? Shane, es geht nicht um sie. Wir haben nicht oft die Chance, so viele so auf einmal zu vernichten. Wäre es da nicht schade, wenn wir uns die entgehen lassen würden? Ich würde sie gerne selbst von der Operation überzeugen. Aber wie du siehst, muss ich die Aktivitäten vor Ort leiten. Hau, bitte kümmere dich um den Lieutenant. Ich komme sofort wieder zu mir. Komm wieder sofort, sobald du sichergestellt hast, dass der Lieutenant in den Transport eingestiegen ist. Zum Transporter. Ja. Schaffst du das? Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Okay, erstmal sollen wir zu ihr, dann sollen wir zu den anderen wahrscheinlich, damit wir hier weiterkommen. Wo ist der? Der Ort, der ist jetzt so überall. Oh, 33. Oh, das gab ja schöne Sachen. Die unabhängige Zone eines Soulwalkers. Was ist das so? Und das so? Sie sehen diese sehr miese Schwein. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht da. Miese Schwein vom Konzern der Hauptverantwortliche. Tja, und trotzdem wird er dabei geholfen, die Ampulle mit dem Gegengift zu besorgen. Er hat wirklich einen Charakter der übelsten Sorte, aber er ist immer noch ein Mensch. Kann man das wirklich behaupten? Oh. Warte mal, ist das das letzte dann? Nee, das mittlere. Das heißt, ich muss die alle drei noch schaffen irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber wir versuchen natürlich trotzdem, das hinzubekommen. Bin mir da nur nicht sicher. Bin mir da echt nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Also ich bezweifle es stark, weil es wird ja schwerer, nicht leichter. Und eben haben wir mit fast null Leben überstanden. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Das sieht zumindest nicht danach aus. Nee, das sieht doch nicht danach aus, oder? Also ich würde eher Nein sagen. Wir haben zwar noch nicht so viel Leben verloren, aber wir müssen ja auch noch, oh Gott, spucken die Blut oder so? Sieht irgendwie danach aus, ja. Oder rote Säure oder sowas, keine Ahnung. Wir haben jetzt schon wirklich 75 Leben nur noch. Ein Viertel Leben ist schon weg. Ich weiß, es heilt ganz, 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 ganz langsam, aber... das ist zu langsam, würde ich mal behaupten. Was war das denn? In der Luft kämpfen? Ohne in der Luft irgendeinen Gegner zu haben? Oh, wir haben fast nur das halbe Leben. Oh, Schande. Oh, das kann ich mir nicht angucken. Ich guck weg. Nein, das kann ich mir nicht angucken. Das wird so übel. Oh, da würden wir sowas von losen. Oh, Schande. Ja. Ich habe hingeguckt. Nein. Oh, das ist so übel. Da müsste man wieder diesen Bug haben mit diesen extremen Kombos und so.
Weil 160 Kombos, das ist nicht normal. Das Problem ist, Haru hat sich jetzt um die gekümmert und der geht gleich hoch und haut mich weg. Oder? Oh, wir haben mit 5 Leben überlebt! Eieieiei. Also, ja. Das könnte ruhig mal mehr Bonis geben. Das ist schon heftig, würde ich mal behaupten. Ja. Geil. Haru, schnell, schnell zum Transporter von... Die hetzen mich auch überall hin, ha? Wie soll ich denn jetzt erstmal die Kohle holen für die ganzen anderen Sachen? Was soll das denn? Ach nee, es geht jetzt direkt weiter. Oh. Nee, da bin ich mir sicher, dass ich das jetzt nicht schaffen werde. Das wird nämlich immer knapper und knapper. Ja, wir haben 125. Da werde ich mir erstmal besser treffen gönnen. Und dann können wir nur noch einen anderen besser treffen. Durchmarsch. Durchmarsch wäre nicht schlecht. Ja. So, haben wir das nochmal verbessert. Ja, jetzt heißt es hier erstmal alles abschließen, damit ich wieder ein bisschen Kohle habe und dann kann ich wieder ein oder zwei ausbessern und dann geht es wieder von vorne los. 1000 andere Sachen machen. Yay! Yay! Aber das müsst ihr jetzt euch nicht antun. Wir sehen uns dann am Montag wieder in hoffentlich alter Frische bzw. neuer Frische, wenn ihr geduscht habt, wie auch immer. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund. Seid vorsichtig da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.